Staatsanwaltschaft Braunschweig den Kreis der Beschuldigten in dem sogenannten Dieselverfahren erweitert hat. Wir hatten bislang 21 Beschuldigte. Wir haben jetzt 37 Beschuldigte allein in diesem Verfahren. Unter den Beschuldigten befindet sich auch der ehemalige Vorstandsvorsitzende Professor Dr. Winterkorn. Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass er entgegen seinem öffentlichen Bekunden früher von den Manipulationen und der Software gewusst haben könnte. Das ist konjunktiv, weil es ist ja nur ein Verdacht. Ne? Deswegen, wir sind da am Anfang. Wir haben ihn jetzt